Hallo zusammen, ich bin der Schwegi vom See, der Music Store. Heute als Gast ein Gibson Les Paul 2015 Standard. Über die Gitarre muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Und trotzdem hat die ein paar Sachen, wo man ein bisschen darüber diskutieren kann. Mal die Standards. Wir haben einen Mahagoni Rücken, einen Mahagoni Hals eingefasst in einem Inlay. Da machen wir sie mal ein bisschen leislich. So. Voilà, kannst du nachher. Darauf oben ein Ahorndeckel, sehr schön geflammt. Da kommt jetzt schon die erste Erneuerung. Ahorndeckel, Erneuerung, das war immer gleich gewesen. Richtig. Aber sie haben da bei dem Sprutz ein leichtes Metallisé, sprich ein leichtes Sparkle mit verspritzt. Das gibt ihr so eine gewisse Tiefe, finde ich, im Top. Übrigens, wir haben die alle handverlesen beim Importeur, beim Schweizer Importeur. Und das sind wirklich die schönsten, die dort waren, haben wir dürfen mitnehmen. Gut, jetzt, was sicher neu ist, ist der Hals. Der ist ein bisschen breiter geworden. Da sagen jetzt viele, ja, nein, aber geht nicht. Es kommt nachher davon, ich habe grosse Hand, mir leider eigentlich recht gut. Dann hat es einen Nullbund, einen Messing-Nullbund, wo Gitarre vielleicht ein bisschen besser schwingen lässt, ich weiß es nicht. Für mich fühlt es sich gut an. Dann eine der grösseren Diskussionspunkte ist der neue Les Paul-Schriftzug da. Ist aber so, man liest auch Les Paul 100, das ist, so wie ich das einschätze, ein Jubiläumsschriftzug zum 100-jährigen Geburtstag von Les Paul, der leider nicht mehr unter uns weilt. Kann bei den 16er Modellen schon wieder ganz anders sein. Von dem her, wie das Gibson ja oft macht, irgendwelche Jubiläumsmodelle, meistens im 12. Bund gekennzeichnet, ist jetzt auf der Kopfplatte. Und jetzt die grosse Diskussion, das G-Force von dem Instrument. So, seht ihr das so? Das sind relativ grosse Tuners, die können von Hand bedient werden, aber nicht müssen. Das heisst, man kann sie automatisch stimmen lassen. Ein Knopfdruck. Mal über die Seite fahren. Und die Gitarre übernimmt die Stimmung von allein. Die Seiten, die grün sind, sind gut. Genau. So. Dann blinkt sie dreimal in grün und sagt, hey, ready to go, ich bin gestummen. Voilà. Was ich auch noch ein cooles Feature finde, das habe ich fast vergessen. Man kann das Pickguard einfach so abnehmen. Sehr cool. Das heisst, und natürlich auch wieder hermachen. Sehr einfach. Das heisst, die, die sie lieber ohne spielen oder mit, spielt keine Rolle mehr. Es gibt keine Löcher mehr da oder da. Ist ja immer so eine Sache, in Les Paul Löcher bohren. Ist mir immer ein schwer gefallen. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir sie uns mal an. Es gibt zu der Schaltung ein paar Sachen zu sagen. Wir haben 4 Push-Pull-Potties. Das heisst, wir haben auf den vorderen Volumen-Potties Single-Coils jetzt, man hört schon rauschen. Dann haben wir das gleiche natürlich noch auf dem Hals-Pickup, ist klar. Single Coil, es rauscht schon schön. Oder? Ein Humbucker. Gut, jetzt die hinteren beiden, was ich sehr cool finde. Nein, ich sage zuerst, das ist ja cool, aber das Beste zum Schluss. Da haben wir einen Phasenkehr. Das hört man vor allem, wenn man die beiden Pickups zusammengeschaltet hat, gibt es einen nasalen Peter Green Sound. Normal. Genau. Und jetzt, das finde ich der Brüller. Wenn man das da zieht, geht eigentlich der Pickup direkt an die Ausgangsbuchse. Das heisst, keine Tonregelung zwischendrin. Und das finde ich jetzt mal krass. Also das hört man wirklich extrem.
Es nimmt einfach gerade Sprutz weg. Und dann sehen wir, wenn man das draussen hat, funktioniert eigentlich Tone Controls funktionieren nicht mehr. Genau. Jetzt finde ich, sollte ich bestimmt mal schauen, was sie jetzt macht. Uiuiui. Okay, sie sagt go, lass es. Das funktioniert schon mal. Was es zum GeForce noch zu sagen gibt, das Teil hat 3 verschiedene Farbkombinationen. Das heisst, 3 Bänke als 6 Speicherplätze. Das heisst, ihr könnt diverse Tunings, so wie ihr euch das vorstellt, auf das GeForce laden. Das finde ich etwas vom Besten daran. Du kannst open irgendetwas, was ihr wollt. Es kann nicht nur vorgefertigte Firmentunings machen, sondern auch die Tunings, wie ihr sie gerne spielt. Vielleicht auch noch sagen dazu, jetzt bin ich auch von der Elektronik da wieder zum Stimmsystem zurückgekommen, aber es ist noch nicht, ich habe noch nicht alles gesagt. Man kann es natürlich auch von Hand betreiben, das ist noch wichtig. Genau. Also gut, lassen wir noch mal die Sounds von dieser Beauty an. Ich fange an, vielleicht noch zum Sagen, ich habe einen Mesa Boogie Express 525, ein Sennheiser 906 Mikrofon, also eigentlich eine ganz normale Bühnensituation. Hinter dem Pickup, in der Pickup-Stellung. Achtung, jetzt kommt das GeForce. Gut. Gut. Saftig, würde ich sagen, wenn man das von der Les Paul gewöhnt ist. Vielleicht auch noch schon mal ein bisschen schauen, wenn man nachher zurücknimmt. Direkt an die Ausgangsbuchse. Und das finde ich wirklich krass. Der Knopf ist göttlich. Die Stimmung finde ich nicht so gut. Wir versuchen das noch einmal da. Funktioniert. Genau. Was man auch muss sagen, da funktioniert natürlich auch das Volumenpotti nicht mehr. Das habe ich jetzt gar nicht in der Rechnung gehabt. Volumenpotti weiter. Sehr dynamisch. Single Coil. Bis ganz offen. Humbucker. Beide miteinander. Jetzt kommt vor allem die Phasenkehrung ins Spiel. Man hört sich ganz nasal. Dann ganz normal. Jetzt haben wir wieder eine fette Les Paul Sound. Natürlich der Klassiker vorne. Sensationell, Single Coil. Thank you.
Bottis funktioniert super, finde ich. Im Pickup-Modus. Direkte Buchse, wow. Wow. Man muss wirklich sagen, das habe ich vorhin auch erst gecheckt. Denn wenn es direkt der Buchse geht, logischerweise, ist Pickup, Buchse, das funktioniert nicht mehr. Das ist einfach volle Kanne. Genau. Krass. Krass, wirklich. Gut. Was gibt es zu sagen? Ich glaube, das Modell ist sicher eines von diesen Modellen, das für Diskussionen gesorgt hat. Six wegen GeForce, Six wegen dem neuen Schriftzug. Ich gebe es zu, ich bin ja auch so ein, ich spiele gerne einen 8er oder einen 59er Foss, irgendetwas. Aber, und bin zuerst auch einer von denen gefunden, aber ich muss sagen, das Modell überzeugt mich. Es ist erstens wunderschön, die GeForces funktionieren, man kann das von Hand stimmen. Der Schriftzug, bin ich überzeugt, wird nächstes Jahr wieder ein anderer sein, also von dem her wird sie ein Sammlerwerk kriegen. Die Möglichkeiten von Sounds auf diesen Body-Varianten und auch Single-Coil-Humbucker und so weiter, finde ich sensationell. Für mich eine super Gitarre. Wir haben von diesen Geräten Traditionals, Standards, wir haben SGs, und so weiter, alles was Gibson Herz begehrt, Flying Vs, Firebirds, bei uns, beim Sedan Music Store an Lager. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommen und euch das antesten, euch das antun. Das ist wirklich ein super Gerät. Ich bin der Schwegi, würde mich auf euch freuen. Bis dann. Ciao zusammen.